Was? Hm? Mein Name ist Derrick. Wir haben miteinander telefoniert. Ach, Sie waren das. Sagen Sie, der Mörder? Was ist mit dem Mörder? Von wo aus könnte er geschossen haben? Er könnte von hier aus geschossen haben. Wir haben die Waffe hier gefunden und die ausgeworfenen Patronenhülsen. Sie haben die Waffe gefunden? Ja. Wie kam der in den Garten? Darüber? Ja, warum nicht? Das ist möglicherweise, ja. Er hatte Angst. Immer hatte er Angst, dass ihm etwas passieren würde. Wurde nun hier erschossen, wo er sich besonders sicher fühlte. Nicht das Ende, das er sich gedacht hatte. Aber es passt zu ihm. Das Ende passt zu ihm, sagen Sie. Mhm. Was meinen Sie damit? Er war immer auf der Flucht vor der Realität. Jetzt hat sie ihn erwischt. Damit kann ich nicht viel anfangen. Sie haben doch sicher Ermittlungen angestellt. Hatte er kein Mädchen bei sich? Ja doch, er hatte ein junges Mädchen bei sich. Na, dann wissen Sie ja Bescheid. Haben Sie Ihren Mann erschossen? Ich habe keine Beziehung zu Gewalttaten. Aber manchmal durchaus die Neigung verspürt, dies zu bedauern. Ja, es gibt ja Gründe für meine Frage. Sie wohnen nicht weit von hier? 3 Minuten. Sie haben mit Ihrem Mann seit 3 Jahren, glaube ich, keinen Kontakt mehr. Er wird getötet und schon rufen Sie an. Wo waren Sie gestern Mittag um 12.30 Uhr? In meinem Haus. Ich wohne allein dort. Ich will sagen, dass niemand bezeugen kann, dass ich zu Hause war, zu der Zeit, die für Sie von Interesse ist.